Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin Kim und in diesem Video habe ich mir gedacht, zeige ich euch mal wieder ein bisschen was aus meinem Alltag, aber verbunden mit To-Dos, die bestimmt auch bei euch ein bisschen auf der Liste stehen. Bleibt auf jeden Fall dran, viel Spaß beim Anschauen. Wir haben heute Samstag und ich will jetzt gleich ein bisschen rausgehen und mich vielleicht auch in den Café setzen zum Arbeiten oder so. Okay, ich bin jetzt angezogen. Jetzt zeige ich euch mal das Outfit. Ich habe ja, wie angekündigt, jetzt so mehrere Layers an. Ich glaube, da bin ich richtig gut gegen den kalten Wind, der gerade irgendwie draußen ist, gewappnet. Ich muss jetzt mal überlegen, ob ich meinen Laptop mitnehme oder nicht. Und dann geht's auf in die Stadt. Und habe jetzt mir gerade einen Breakfast-Smoothie zubereitet. Ich habe den schon mal auf meinem Kanal in einem Rezeptvideo euch gezeigt. Das ist ein What I Eat in a Day Video gewesen. Ich verlinke euch das auch mal hier oben. Und das ist sozusagen ein Chocolate Banana Coffee Smoothie. Der ist richtig, richtig lecker. Und jetzt probieren wir mal. Oh ja, der ist gut. Okay, das muss ich jetzt erstmal aussaugen. Richtig interessant, was ich hier gerade gefunden habe beim Aufräumen. Das ist einfach mein Bachelor-Zeugnis und meine Bachelorarbeit. So crazy, das war so ein Akt, das alles zu schreiben und zu recherchieren und zu machen. Irgendwann lese ich mir das alles nochmal durch, da bin ich echt gespannt. Und dann hatten wir ja noch sozusagen eine zweite Bachelorarbeit davor. Das war wirklich so eine richtige wissenschaftliche Arbeit und ich habe gar keinen Plan, wie das eigentlich funktioniert. Das war richtig fake it till you make it. Aber es hat geklappt. Ich habe jetzt einfach Reis, Linsen, Zwiebeln, Pilze, Brokkoli mit Gewürzen und Öl angebraten und dann noch ein bisschen Radieschen und Gurke dazu. Mmh.
Wenn ihr meine vorherigen Videos verfolgt habt, dann wisst ihr, dass ich mittlerweile wieder so ein bisschen ins Lesen gekommen bin. Ich wollte euch jetzt kurz die drei Bücher zeigen, die ich aktuell lese. Und zwar ist das erste, was ich gerade lese, das habe ich in einem Vlog von Brittany Bathgate gesehen. Und sie hat nur dazu geschrieben, The Ending, dass sie das halt so krass fand. Deswegen, ich bin voll gespannt, wie das enden wird. Aber bis jetzt mag ich es richtig gerne. Ich habe ungefähr jetzt so viel gelesen. Das handelt von einer Journalistin in den 1950ern, 1960er Jahren, die eben einen Bericht schreibt. Und wie das so oft ist, entfalten sich dann während der Recherche noch andere Dinge, die auch in ihr Leben eingreifen und eine Auswirkung haben. Und es ist echt sehr schön geschrieben bisher. Und ich mag es richtig gerne. Und ich bin gespannt, wie es enden wird. An dem kaue ich schon echt lange rum, muss ich sagen. Das ist ein etwas schwierigeres Buch zu lesen, finde ich. Also es ist so kein Roman oder nichts Fiktives, sondern ein Personal Development Book. Das heißt How to Do the Work, Recognize Your Patterns, Heal from Your Past and Create Yourself. Ich bin aber jetzt auch schon so ungefähr bei der Hälfte, habe aber trotzdem vor, das fertig zu lesen. Aber das wird auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbuch werden, weiß ich jetzt schon. Mein allerliebstes Buch, was so bisher Personal Development war, hatte ich euch in einem vorherigen Vlog gezeigt. Ich verlinke euch den mal hier oben. Und das letzte Buch, das ist relativ neu und das ist das einzige, das ich mir nicht secondhand gekauft habe, sondern im Bücherladen. 8 Gespräche, die jedes Paar führen sollte, damit die Liebe lebendig bleibt. Das klingt jetzt erstmal, als ob ich irgendwie ein Problem in meiner Beziehung hätte oder so, was überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin nämlich generell der Meinung, dass man ja nicht erst etwas anpacken sollte, wenn es ein Problem gibt, sondern lieber das Problem gar nicht erst entstehen lassen. Mittlerweile habe ich in meiner Beziehung und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen generell gemerkt, dass oder schon lernen können, und das haben bestimmt viele von euch auch festgestellt, dass es einfach nicht reicht, zusammen zu sein. Und dann klappt der Rest von alleine. In jede Beziehung, ob es jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine freundschaftliche Beziehung, muss man Arbeit reinstecken. Und dann lohnt sich das auch umso mehr. Und darum geht es eigentlich in diesem Buch. Ich bin auf jeden Fall einfach total interessiert daran, mehr zu lernen, wie Menschen zwischeneinander sozusagen funktionieren. Und möchte mich dahingehend weiterbilden. Und auch hier bin ich schon ungefähr bei der Hälfte. Und das geht sehr, sehr schnell zu lesen bisher. Genau. Also, ich verlinke euch die drei Buchtitel mal in der Infobox. Ihr findet die bestimmt auch secondhand, aber natürlich ist es auch immer gut, kleine, unabhängige Buchläden zu unterstützen. Und das war jetzt mein kleiner Booktalk. Und ihr könnt wie immer gerne auch eure Empfehlungen oder was ihr gerade lest in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich immer sehr über den Austausch und bin gespannt, was ihr gerade so lest. Ich bin jetzt wieder zurück aus der Stadt und habe meinen Tag hinter mir, meine ganzen Erledigungen gemacht, und jetzt mache ich mir gerade was zu essen und das ist jetzt gleich fertig, und ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal kurz, weil das tatsächlich ein ganz cooles Rezept ist. Ich habe das gelernt von der Oma von meinem Freund. Eine vegane Rahmsoße, die man ganz easy einfach selbst machen kann, aus ganz wenigen Zutaten. Ich habe mir jetzt hier schon so ein paar Spaghetti gekocht, die sind al dente. Und das hier ist die vegane Zwiebelrahmsoße, die ist super, super easy. Dafür müsst ihr einfach Zwiebeln in reichlich Öl anbraten. Wenn die dann glasig und ganz weich sind, 2 Esslöffel Mehl draufkippen, dass es dann so ein Klumpen ist. Und dann so lange immer stückchenweise Wasser dazugeben und rühren und aufkochen lassen, bis ihr die Konsistenz habt, die ihr wollt. Und dann natürlich noch würzen mit Salz, Pfeffer, Knoblauch, Curry, was auch immer ihr möchtet. Und das ist dann die Soße. Die werde ich jetzt mal hier reingeben. Probieren wir mal. Sehr, sehr lecker.
Es ist ein neuer Tag und ich habe euch eine Sache noch gar nicht erzählt hier im Vlog. Ich habe sie nur mal auf Instagram erwähnt. Und zwar habe ich jetzt ein kleines Office, um einfach so die Trennung zwischen privater Zeit und beruflicher Zeit besser für mich hinzubekommen. Es ist noch nicht ganz fertig, aber ich zeige euch mal eine kleine Nische. Da werden noch ein paar Möbel ausgetauscht, aber ich habe jetzt erstmal so das Beste draus gemacht. Weitere Updates werden in Zukunft folgen und da kann ich euch dann gerne auch mehr Einblicke zeigen. Also hier kommt man rein. Hier war noch ein Regal, wo dahinter noch Dinge sind. Deswegen habe ich da jetzt erstmal einfach so Vorhänge davor gemacht. Ich möchte die auch gerne dann, dass sie an der Decke oder sowas befestigt sind mit so einer Schiebeleiste, aber jetzt auf die Schnelle, damit es erstmal verdeckt ist, habe ich die mit Klammern befestigt. Ich habe hier diesen Freischwingerstuhl, den ich glaube, der ist aus dem Nordend oder sowas, habe ich den über eBay Kleinanzeigen gefunden und der passt halt einfach perfekt hier rein. Dieser Tisch war hier schon, ich weiß nicht, ob ich den behalte oder ob ich den auswechseln werde. Der Sitzsack war hier auch schon und dieser kleine Firm Living Teppich, den habe ich auch einfach von zu Hause mitgenommen und dahin gelegt. Und ich habe das jetzt absichtlich so angeordnet, den Tisch, weil ihr euch fragt, hier ist so viel Platz, wieso stelle ich den genau hier hin? Eventuell kommt gegenüber noch ein anderer Tisch hin, wenn hier noch eine zweite Person oder sowas arbeiten will. Jetzt bin ich aber fertig für heute, wir haben jetzt 15 Uhr. Ich habe jetzt seit, ich glaube, ich bin schon seit 9 Uhr heute Morgen hier. Und jetzt gehe ich mal wieder nach Hause.